Wenn Großbritannien geht, verliert die EU eins ihrer wichtigsten Mitglieder. Denn das Vereinigte Königreich ist der drittgrößte Einzahler in den EU-Haushalt. Die Briten haben die zweitgrößte Militärmacht. Und in London befindet sich der wichtigste Finanzplatz. Was würde der Brexit aber konkret bedeuten? Treten die Briten aus, können sie selbst über alle Belange ihres Landes bestimmen. Stop. Sie müssten sich nicht mehr an Vorgaben aus Brüssel halten. Allerdings würde ziemlich sicher die Wirtschaft leiden. Denn beim Handel mit EU-Ländern käme Großbritannien zum Beispiel nicht mehr in den Genuss des freien Warenverkehrs. Es müsste also Zölle zahlen. Laut einer Studie hätte jeder britische Haushalt einen Einkommensverlust von 5.400 Euro pro Jahr. Und noch ein Nachteil. Bei internationalen Verhandlungen könnte sich Großbritannien schlechter durchsetzen. Denn dann würde das Land nur für sich sprechen. Bisher verhandelt die EU stellvertretend für die Briten mit. Und die Folgen für die EU? Hier wären die wirtschaftlichen Auswirkungen weniger massiv. Doch der erschwerte Handel mit den Briten dürfte zum Beispiel die deutschen Autobauer hart treffen. Denn Großbritannien ist ihr bei weitem größter Abnehmer in Europa. Außerdem würde wohl das internationale Ansehen der EU Schaden nehmen. Und wenn Großbritannien erstmal ausgetreten ist, gehen womöglich noch mehr unzufriedene Staaten. Die EU könnte also demnächst deutlich weniger Mitglieder haben als die aktuell 28. Ob das auf lange Sicht aber schlecht oder vielleicht sogar gut wäre, darüber sind sich Experten bislang uneins.